bra på en løbfriskeskyld. Ja, men kurzzeitig abzuschalten und das Leben einmal zu genießen, weil doch auch ein großer
wenn man Leistungsträger ist, ein großer Druck wegfällt. Und das kann oft auch sehr befreien. Ich finde es ein bisschen gut, dass Sie erwarten, dass Sie hier kommen, weil Sie eigentlich nicht auf Wasser sind. Ja, also es ist sicherlich, glaube ich, wird das bei einer Frau natürlich auch eine Rolle spielen, wo man in einem gewissen Alter ist, wiederum vielleicht auch die Hauptrolle, dass man sagt, man hört mit keinem Beruf auf. Also das Skifahren ja doch nicht unbedingt so, dass man sich nie verletzt, und von dem her glaube ich, kann es durchaus auch eine Hauptrolle sein. Ich weiß es nicht. Gibt es noch von? Schade ist es aber um die Sportlerinnen und Skifahren. Aber ich habe 32 von Franziska Mann, ist nicht besser. Ja, aber er ist ja doch halt. Ja, wir müssen aber was anderes tun, dann können wir noch andere Fragen. Also ich finde sicherlich, dass was heißt schade, sie hat ja ihren Traum leben können und umsetzen können, und das ist die Schöne daran. Und sie hat einfach das durchgezogen, das glaube ich. Dann kann man beruhigt sagen, man kann auch seinen Traum auch jetzt aufgeben. Ja, also sicherlich dem ÖFB-Team wünscht man das große Ziel, die Qualifikation zu erreichen. Das glaube ich. Ich bin ein Zuseher und wünsche es genauso wie die anderen Millionen Österreicher uns zuschauen, dass wir das schaffen und dann auf ein großes Turnier holen können. Und es wird genauso wieder haarige Situationen geben. Jetzt als großer Favorit hineinzustarten, glaube ich, wäre übermessen zu sagen, das wissen wir. Trotzdem sind die Chancen vorhanden. Und das glaube ich, positiv ans Werk gehen. Das kann man nicht. Das muss man schaffen.